Und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft mit Neverguest. Lasst uns in die Hände klatschen. Hey, 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 hey. Und da sind wir wieder mit dabei. Und beim letzten Mal haben wir hier angefangen, das Häuschen hier fertigzustellen. Und ich werde da nochmal was abreißen müssen, weil, ganz ehrlich, ich habe da einen kleinen Fehler gemacht. Also mittelalterlich sieht das hier vorne ja nicht mehr aus. Und ich will ja doch schon so ein bisschen mittelalterlich haben. Und deswegen werde ich das jetzt nochmal abreißen. Tut mir sehr leid. Ich habe mir gerade nochmal ein paar Bilder angeschaut, um das hier auch wirklich detailgetreu zu machen. Und ich weiß nicht, ich meine, es sieht, an einigen Häusern wird es bestimmt schön aussehen, aber es sieht einfach sehr klobig aus hier vorne. Und das kleine mittelalterliche Gebälk, was ich da zimmern wollte, ist da nicht ganz so geworden. Falls jetzt irgendjemand gesagt hat, oh, das sieht toll aus und so, tut mir leid, die Aufnahme, die ist ja noch nicht raus, die andere, die habe ich ja gestern erst gemacht. Und das ist dann heute gleich. Tut mir sehr leid. Ich starte ja auch gerade voll keine durch, gerade weil ich das schnell ausbessern möchte und ich euch hier nicht stundenlang jetzt nerven möchte damit. Da bin ich im Weg gelandet. So. Schawups. So. Hier mache ich das mal nochmal zu. Kann ich später noch ausbessern. Hier machen wir mal ein paar Steine rein, damit ich weiß, was ich im Weg machen wollte. So. Moment. Hier kommt natürlich dann jetzt das hier wieder hin. So. Sieht das schon wieder viel besser aus, oder? Und da habe ich, überlege gerade was. Das lasst du, okay. Okay, gut. Das lasse ich so. Dann kommt. Habe ich Knochen? Knochen habe ich. Eichen habe ich auch. Dann will ich das mal. Weil hier sieht es jetzt natürlich nicht ganz so pralle aus, weil hier nur ein Fenster ist, weil da die Treppe sich befindet. Dann cheate ich hier jetzt mal ein bisschen. Dann baue ich einfach mal ein paar Bäume hin. La 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 la. La 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 la. Oh, der wird groß auf jeden Fall. Und mal gucken, von hier jetzt betrachtet, wenn man hier ankommt. Ja gut, von hier aus sieht man, also so, dass man das dann ja nur noch weniger sieht, wenn man das eine Fenster da sieht, das ist ja ganz okay. Aber diese eine Stelle, die so ein bisschen kahl aussieht, die möchte ich halt verdecken. Darf man ja auch mal machen. So. Das ist natürlich jetzt ein recht großer Raum hier, in dem man arbeiten kann. Und ich würde sagen, wir machen das so. Ich probiere das jetzt, indem ich das. Moment. So. 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 Und. So. So, jetzt ist wieder weg. Und dann. Gut, theoretisch könnte ich das auch einfach so wegmachen. Oh, ist mir die Axt kaputt gegangen. Die haben ja immer so ein mittelalterliches. Die haben ja so ein mittelalterliches. Jetzt habe ich gar keine Eisenmenge. Na komm, mach ich das einfach mal so weg. Darf ich halt nicht so oft verbauen. So. Sehr schön. Ich glaube, hier oben mache ich dann auch komplett dicht, damit das hier nicht zu hoch aussieht. Ja, ich glaube, das werde ich so machen. Den kann man da eventuell noch rein dann so. Ich überlege gerade, geht das? Moment. Das ist jetzt hier eine Höhe dann, gell? Ja, es ist eins höher. Das heißt, man müsste theoretisch. Ich vorne Axt. So geht das nicht. So kann ich nicht arbeiten. Da muss ich mal. Habe ich hier noch was? Nein, ich muss schon ganz kurz rüber. Das Essen müsste ich schon mal. Aber Fleisch habe ich ja. Das ist ja kein Ding. Schnurps. Schnurps. Dann hole ich hier mal ganz kurz ein bisschen Rohstoffe für eine Axt. Level 16. Könnte ich eventuell sogar verzaubern. Ja, komm, kann ich schon mal machen, Level 16. Kann man mal draufhauen auf so eine Axt.
Wie viele Diamanten habe ich denn? Jetzt nicht so. Ach komm, 3 Stück könnte ich mal nehmen. 1, 2, 3. Dann mach mal eine Schnetzeltour und dann tue ich die verzaubern, die Axt. Ob ich da jetzt mein Level 30 zusammenkriege, weiß ich nicht. Bin ich mir unsicher. Sehen wir dann. Ich habe jetzt auch nichts. Ich habe keinen Knochen mehr, das ist echt doof. Ich brauche echt Knochen mehr. Wir schnetzeln jetzt auch gleich. Moment, da tue ich mal ganz kurz. Hier erstmal zumachen. Machen wir erstmal eine schöne Schnetzeljagdnacht. So. Dann fliegt jetzt das hier alles rein. Das brauchst du jetzt alles nicht beim Schnitzeln. Noch irgendwas, das rein kann. Ja. Das Ei kann ich mal konnte hinklatschen. Dann kann das hier rein. Und das kann ich noch mitnehmen. Das kann ich mitnehmen. Und das kann ich mitnehmen. Dann fliegt das da alles rein. Das kann ich auch mitnehmen. Kann mit. Ja, komm. So, da habe ich Pfeile dabei. Pfeile kann ich mitnehmen. Hier wollte ich mir gerade ein paar Fackeln losmachen, deswegen habe ich das mitgenommen. Fackeln sind immer wichtig von Fackelmann. Fackeln von Fackelmann. Weil nur die Fackel fackeln kann. So, okay. Das reicht aus für eine Schnetzelnacht. Na, dann wollen wir mal schauen, was wir hier so haben. Ich muss ein bisschen meinen Bogen nutzen. Na gut, das sind 6 Fallen, keine. Ein bisschen Bogen nutzen ist ein bisschen doof. Ich gehe mal hinten auf die freie Fläche, die wir uns hier geschaffen haben. Dann kann ich hier ordentlich schnetzeln, weil mein Schwert wird so lange nicht aushalten. Das ist ja nur Eisen. Die müsst ihr immer verzaubern wieder. Aber erstmal kommt die Axt rein, damit ich ordentlich bauen kann. Oh, das ist ein kleiner. Verschwinde! Aua! Hat er mich da noch gekriegt? Und hier hinten ist auch noch einer! Huch! Ich muss auf jeden Fall aufs Schwert aufpassen. Kommt nur zu mir, ihr Gesindel! Lass dir einfach ihr Fleisch liegen! Umweltverschmutzer! Was haben wir hier? Ah, hier ist die Höhle! Das ist der Rückweg! Und schlupf! Jawoll! Da habe ich ihn bekommen! Das sind noch mehr! Und ein Creeper kommt auch noch! Stirb! 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 Wo ist der Creeper hin? Wow! Scheiße! Boah, das war ja jetzt. Alter! Alter, hat er sich hier hinter dem Baum versteckt, ich glaub's. Ich glaub's nicht, Alter. Hab ich gerade einen Herzinfarkt bekommen? Stopp! Oh. Okay, jetzt will ich schon was essen, bevor ich hier noch krepiere. Scheiße, hat er sich gerade. Hier war gerade irgendwo Lava, gell? Oh. Oh! Ist hier nicht erstmal aber. Okay. Ich weiß nicht, ist so die intelligenteste Idee, unter diesen Umständen da zu gucken, was da ist, aber ja, ne, intelligent ist man ja nicht immer. Okay. Interessant. Lava. Würde ich aber gern wieder zubauen. Bin ich nicht so der Fan von. Im Ende fliege ich dann hier noch. Hey, guck mal hier, da ist Bumm. Ah, tot.
So nach dem Motto, weißt Bescheid, ne? Wo bleiben die Zombies? Ich dachte, hier kommen 1000 Zombies an. Habe ich auf. Vielleicht nicht, aber auf normal. Wie immer. Oder meistens. Ah, ich wollte mich gerade hinlegen. Ich wollte mich jetzt wie beim Modern Warfare hinlegen und in Deckung gehen. Ja, klasse. Komm doch her. Ja, komm doch her. Das ist ja nichts, gell? Ja. Stopp! Sehr schön, da hinten ist auch noch einer. Hol ich mir auch noch. Oh, ist der gut hoch? Ja, ich glaub's dir nicht. Uah, okay, gut, haben wir auch erwischt. Sehr schön. Und jetzt kommt's. Jetzt geht's los. Bam. Haha, da habe ich sie beide erwischt. Und? Aua. Aua. Tut doch weh. Aber schön, dass sie so viel Schießpulver kriegen. Kann man sicher gebrauchen. Irgendwann. So, du musst nur hoffen, dass die Dinger nicht explodieren. Ich will mir schnell die Experience und dann... Phrase ich kurz noch was. Sieht aber eigentlich ganz gut aus. Sie haben schon 4 Level dazu bekommen. Vielleicht schaffen wir ja Level 25. Das, ich wollte gerade sagen, das ist ein Creeper, das ist ein hochgerüstetes Skelett. Und da kommt, das kommt an, das kommt an. Alter, was ist das für ein übelster Brocken, ey. Alter! Hilfe! Bitte gib mir schon Leben dazu! Scharf, stopp! Ich brauche Experience. Und kann gerade nicht gegen Monster kämpfen, weil ich zu schwach bin. Alter, war das stark! Ich habe 6 Schläge gebraucht! Gut, mit dem Eisenschwert. Huch! Ich hab's gerade die Maus aufgegangen. Ah, das ist eins. Mit dem Eisenschwert ist das natürlich nicht ganz so leicht, aber trotzdem 6 Schläge ist ganz schön heftig. So, kommen wir hier irgendwie rein? Aber. Also, es hat mir wenig weh getan, aber der Gegend hat es jetzt nicht unbedingt gut getan. So ein. Menü? Ach, guck mal, was hier unten los ist. Ich wird rumgeslimed. Ich glaub's ja nicht. Ja, da kommt mal alle her hier. Ach ja. So, ich nehme euch alle mal mit. Da wird's ja nur noch 2. Wenn man die tamen könnte, das wäre so süß. Das wäre so geil. Ich stell mal vor, du hast so einen Slime und darüber steht so ein Name. Oh, das wäre so cool. Schleimi würde ich ihn voll kreativ nennen. Wieso ist die Musik? Die Musik. Fortsetzen? Nein. Ja! Komme. Oh nein, nicht schon wieder. Ich hasse sowas. Willkommen auf dem Minecraft Ranch. Wir sind am Schnitzeln, yeah. Schäfchen warten da auf uns am anderen Ufer. Damals auf der Cowboy Ranch, da war ich hip und ho. Mit meinem Pferdchen und meinem Bro. Macht mir joho. Lalalala. Auf die Stelle kann ich mir nicht so viel Text ausdenken.